Also Krakau hat die zweitälteste Universität Europas. Echt? Krass. Im mitteleuropäischen Raum, Industrien, Wirtschaft und Kulturzentrum, zahlreiche Branchen der Gotik, Renaissance, Barock und spätere Epochen. Kunstgeschichte prägen. Wavelhügel, das Schloss da hinten, La Cathedrale. Seit 1978 steht Warschau auf der UNESCO Welterbes und trägt den Titel UNESCO Literaturstadt. Okay. 2020 war Krakau Kulturhauptstadt Europas. 20? Bitte? 2020? Nee, 2000. Und war Weltjugendtag der katholischen Kirche natürlich wegen dem Papsttag. Geschichte. Das war wie bei uns so mit diesen Stammesfesten hier so mit. Kasimir der Erste, dem Erneuerer. Die hat einen Namen, ne? Es gibt auch einen Namen, Vornamen Boleslaus dem Schamhaften. Das war ein Herzog, ja. Ja, gern. Boleslaus. Der hat das Strafrecht, das Magdeburger Strafrecht, hier neu entwickelt und gegründet. Und die heilige Kunigunde und so für den Salzabbau. Der hat schon eine lange Haare. Die heilige Kunigunde. Jetzt hast du mal so ein paar Einblicke. Den Krakau-Pitschgriff. Ich muss mal gucken, wie der klar ist. Guck mal, wie kannst du mit dieser Kamera überhaupt gucken? Das ist ja alles so am Zittern da auf dem Display. So schwarz-weiß, so. Ach du. Ach so, nee. Ach, das meinst du hier oben, die ja. Striche? Das ist, das sind die überbelichteten Bereiche. Das wird mir angezeigt, damit ich das korrigieren kann, wenn ich möchte. Boah, da wirst du ja bekloppt, Mann. Nein, das ist gut. Ach so. Weil dann hast du nichts Ausgebranntes. Natürlich, aber. Ja, das ist am Anfang Gewöhnung, dann ist das. So wie bei Leica hat alles dann Rotes. Ja. Also ich finde ja Frauen auch tatsächlich nicht. Weil die haben einen anderen Hintern. Ach, ist das schön hier. Aber der Plattenladen war geil. Hast du gesehen, hinten gab's noch, konntest du noch Spraydosen kaufen? Und Klamotten. Und Klamotten. Ich gucke hier mal, wie der Park heißt. Der muss ja einen Namen haben. Nö. Plante. Kann das sein? Guck mal, wie geil das im Herbst aussieht. Sind aber alle Parks auch den Köln. Weißt du, wo wir nochmal hingehen müssen? Da wusste, wo die alte Ruderregatta-Strecke ist, wo wir früher mal waren. Da gibt es ja auch diese Alleen.
Meinst du jetzt in Bonn? Nee, in Köln. Am äußersten Ring. Du meinst auf der anderen Seite? Nee. Wenn wir zu Silvia fahren, bloß ein paar Ringe außerhalb noch. Ja, okay. Da hast du diese richtig heiße... Okay. Der braucht so einen Flammenschein. Hier gibt's alles, wie du siehst. Ich finde diesen Park nicht. Ne? Plante. Ich gebe das nochmal ein. Plante. Ah, da ja. Nee. Doch, Plante. Jetzt habe ich es. Was steht da oben? Park, de? Ich hab schon. Jetzt habe ich es gefunden. Das habe ich sofort gefunden. Und du bist doch eigentlich der. Guck mal, der lange. Ja. Ist das nicht so von der Queen, so ein Hund? Ich glaube, ja. Corgi heißen. Corgis, ja. Ich finde, zu uns würde so ein frecher Dackel passen. Findest du? Ja. Der hat genauso einen eigenen Kopf dann wie du oder wie ich. Oh Gott. Das ist ja dann eine Ziege. Mein Gott, hat die eine riesige Powerbank gehabt. Wenn die 4 Jahre unterwegs ist. Das normal, was? Dass die Adern da so rausstechen. Denn der Frisch, es gibt so die Menschen, die haben das. Ja. Was schätzt du, wie alt dieser Baum ist hinter dir? 100 Jahre. Da kommt der Typ wieder. Gibt aber auch Gas. Geil. Hier kann man aber auch gut fahren, ne? Auf dem, guck mal, wie glatt der Asphalt ist. Du kannst auch schön mit dem Rennrad fahren. Mhm. Oh, das wäre geile Aufnahmen, hier durchzufahren. Morgens früh, wenn kein Mensch. Ja, aber auch durch die Leute, durch die Masse. Das wäre auch geil. Ich weiß ja nicht, wie rennradfreundlich die hier sind, weißt du? Das sieht so aus wie die Leichtigkeit des Seins. Ne? Mhm. Und ich bin da nie hoch. Ich habe in der Hocke angefangen. Ne? Und dann musst du ja theoretisch hoch. Ne? Ich bin darüber nie hinweggekommen. Ich konnte das, aber ich habe das gehasst, weil ich hatte immer übelste Fußschmerzen von diesen scheiß Schuhen. Die Ingo, der konnte das. Ja? Der ist durch die Kettengosse da gefahren. Bauchfrei, in silbernen Höschen. Ja, es ist aber auch alles sehr schön gepflegt. Ne? Jetzt nicht übermäßig gepflegt, aber... Aber trotzdem einigermaßen. Ne? Mich würde mal interessieren, wie lange der Junge da noch sitzt. Der da? Ja. Hat er sich da einen Wodka reingezwirbelt oder?
Ich glaube, da ist Wasser drin. Ich glaube, da ist Wasser drin. Oh ja. Aber von dem Pool oben hast du einen guten Blick drüber, war schon Krakau. Ja. Auch im Hans-Aufzug. Achso, ich bin mit dem äußersten Aufzug gefahren. Den kleinen, ne? Dann rausgucken. Hast du auf der anderen Seite auch rausgeguckt? Hm? Bei den Aufzügen da? Ja, ja. Da ist auch Glas. Das ist aber schon eine heiße Sprache, ne? Aus Polska. Gibt's sowas? Hä? Gibt's das? Ja. Dann solltest du darüber nachdenken. Das ist das hier erledigt, ne? Hm? Dann funktioniert das einfach. Ich hoffe, ich bin gut. Du hast ja so eine Bonne, auch von denen. Dasselbe hast du hier, dasselbe hast du da. Hier hast du das so. Das kannst du ersetzen heutzutage. Kommt einfach. Wie sehr ich das ab, ne? Das ist ein Availability Time. Die OP dauert ja auch so 3-4 Stunden oder so. Ja. Der Peter da, dieser Peter da von der Frau da, der Homosexuelle, ist auch übergegangen, ne? Der hat ja zwei neue Kniegelenke. Ja. Das ist ja ein paar Monate vorher machen. Die jagen dich ja am nächsten Morgen schon aus dem Bett. Halt diese Arthrose, das ist diese Schmiere dazwischen. Ja. Diese Knorpel, ne? Und das geht kaputt durch. Ich entziehe es und woanders. Ja. Deswegen ist das eigentlich gewohnt. Aber wenn du einmal Arthrose hast, dann ist es ja. Dann ist sie da. Ja. Was ja die anderen Gelenke. Du kannst ja hier, hier kannst du Arthrose kriegen, da kannst du Arthrose kriegen. Ja. Als doch dieser andere Orthopäde mir sagt, ach ja, operiert werden muss noch nicht. Wie sitzt es sich dann für dich auf der Bank? Ja, ich sitze so auf dem vorderen Ding. Ja, wenn du dich gerade hinsetzen würdest, dann hättest du auch deinen Arsch in der Kuhle. Ja. Auf dem geraden Rücken. Stimmt. Wenn du wüsstest nachts, ne? Dann kannst du mir auch immer ins Gesicht und ich sage mir. Ich drehe mich einfach immer still. Ja, doch. Ja, ich würde sagen, wir gehen. Immer noch in den oberen 90%. Im guten Sinne, also macht der manche
ganz nice, die Nikes. Ja? Nee, die Nikes. Die sind mir zu frau. Ja, okay. Ja, guck mal, der Bern konnte doch auch nicht mehr gehen. Wird doch neue Hüften oder neue Knie, ne? Das weiß ich jetzt leider nicht so genau, aber dem haue ich quasi auch nach die Koffer, wenn er nicht mehr die Koffer wird. Ne? Das ist doch wieder so ein geiler Baum. Viele große Blätter. Oh ja. Apropos große Blätter, erinnere mich nachher, wenn ich mit Handy in der Hand habe, dass ich mal nachgucke, ob jemand die mittlerweile beschrieben hat, wie der Baum ist. Wenn ihr schreibt, dann könnt ihr euch mal rein. Ja. Oh, der Hund ist blind. Wieder noch so zwei Jahre. Das ist doch ein Wurzel. Okay. Das ist ein Jacuzzi, dann habe ich die Maus als erstes erstmal abgepustet. Das ist die beste Einordnung. Ja. Das ist interessant, dass wir so etwas machen.
Sag ich doch. Ich dachte, jetzt meinst du mit dem Kopf in den Haaren. Ja, die sagt, die habe ich die gleiche Hose und die gleiche Oh nein, die gute Flasche. Der gute polnische Dance, Bro. Don't destroy it. Ist ja nicht ganz voll. Ja. Ja. O, dobra. No nieważne. Nie, no to w ogóle co to jest za dobra? Dobra, jednak to zmieniam sobie na wjebanie, na po prostu zapoznanie kogoś, kto mnie zaprosi. Ok. Tyle. Weißt du, welche Opas ich immer noch auf Boden fand, die wir in Florenz gesehen haben? Diese zwei älteren Herren in den Mänteln. Hast du auch ein Bild von mir? Die armen Hände. Nee, ja, das ist total cool. Ja, der hatte vielleicht auch einen heißen Flirt auf dem Handy laufen. Okay. Genauso wie die Frau wackelst du auch. Aber ich kann das nicht beeinflussen. Tak, on zauważył, że i będą inne, i to wyzwalają.
nicht gebissen. Fahrer, aber noch nicht viele. Ja? Mhm. Sie sind noch sehr automotorisiert. Nee. Und so harte kannst du dir auch nicht holen. Das ist da hast du keine Füße mehr. Ja. Die sind so hart wie ein Hochsattel. Wie hast du denn Fahrradfahren gelernt? Mit Stützrädern? Irgendwann hat mich der Papa, glaube ich, mal angeschützt. Da auch Stützräder. Dann mache ich die aber nicht. Und immer wenn ich keine dran hatte, ich habe Schiss. Ich hatte ja auch mal einfach die Stützräder irgendwann so hochgeschraubt, dass die Grundstück über dem Boden waren und dann hatte ich mir das Gefühl gehabt. Dann bin ich aber durch die Gegend gerast, ne, Alter. Da hast du aber einen gesehen. Ne? Schnell. Mit dem Rad. Wirklich, das ist schon eine fantastische Stadt. Ja, der südliche Nippes halt, ne? Bisse Turi am Zocke, machen Sie Köln. Bonn. Also das gefällt mir sowieso besser wie das. Das sind zwar auch viele Menschen, aber das ist halt so der. Sehr Tourismus, das ist halt jüngere Leute. Also ich würde hier nochmal hin. Ja?